Hallo, ich habe in meinem Willkommensvideo ja schon erwähnt, dass ich mir Matcha gekauft habe und dazu auch ein kleines Video drehen wollte und genau das gibt's heute. Das reimt sich sogar, oder? Naja. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen darüber, wie ich dazu gekommen bin, mir Matcha zu kaufen. Also es ist so, dass ich selber nicht so gern Kaffee trinke. Ich mag halt irgendwie den Geschmack nicht so. Als ich so in das Alter kam, wo einem dann schon mal öfter Kaffee angeboten wurde, habe ich immer abgelehnt und gesagt, mir schmeckt das halt nicht. Und dann haben viele Erwachsene immer gesagt, so, ach, irgendwann wird dir das schon noch schmecken. Aber irgendwie ist das bis heute nicht so der Fall gewesen. Und ja, deswegen habe ich mir dann Alternativen gesucht, damit ich halt auch irgendwas habe, was mich so richtig wach macht. Und dann habe ich halt angefangen, grünen Tee zu trinken. Ich habe auch schwarzen Tee probiert. An sich ist schwarzer Tee auch echt gut, aber mir schmeckt grüner Tee halt einfach besser. Und deswegen bin ich dann sozusagen beim grünen Tee gelandet und habe da auch ganz viele verschiedene Sorten ausprobiert. Bei mir ist es auch so, dass ich finde, wenn ich Kaffee trinke, dass ich dann nicht wirklich wach werde, sondern eher so hibbelig oder aufgedreht. Also ich habe dann einfach das Gefühl, ich habe zu viel Energie für meinen Müdigkeitszustand und wenn ich halt wirklich müde bin, dann ist Kaffee für mich nicht so das Richtige, um halt dann effektiv arbeiten zu können. Also ich bin dann einfach ziemlich fertig immer, wenn ich Kaffee getrunken habe und sehr müde war vorher. Also ich bin nicht wirklich wach und deswegen ist für mich halt Tee auch eine sehr gute Alternative. Ja, und so kam es dann auch irgendwann, dass ich von Matcha mitbekommen habe, sag ich mal. Also Matcha ist ja im Endeffekt nichts anderes als gemahlener grüner Tee, also grüner Tee in Pulverform oder wie auch immer man es nennen will. Matcha ist ja was relativ Teures und deswegen habe ich lange hin und her überlegt, ob ich das probieren sollte oder nicht, weil Matcha wird ja auch immer gesagt, ist relativ bitter und ich wusste nicht, na gut, wird mir das schmecken und wenn ich jetzt so viel Geld dafür ausgebe, mir das dann nicht schmeckt, das wollte ich halt immer nicht so riskieren, deswegen war ich immer sehr vorsichtig am Anfang. Wer mein Video über meine japanischen Süßigkeiten gesehen hat, weiß halt, dass ich mir auch Matcha KitKat bestellt habe. Und als ich die dann probiert habe, habe ich gemerkt, so hey, eigentlich finde ich den Matcha-Geschmack übelst gut. Also ich fand die halt sehr, sehr lecker. Und das lag nicht nur an der Schokolade, sondern wirklich auch an diesem Matcha-Geschmack. Und das war für mich so der letzte Anstoß, um dann zu sagen, so ja, hey komm, wir probieren das einfach mal und ich bestelle mir jetzt einfach Matcha. Ich habe meinen Matcha bei Amazon bestellt und habe halt sehr viele Kommentare vorher durchgelesen und die ganzen Bewertungen mir angeschaut. Ich wollte halt nicht das Billigste vom Billigsten kaufen, aber auch irgendwie nicht das Teuerste, was es gibt und habe dann halt geschaut, ein gutes Mittelmaß zu finden. Ich habe mich dann dafür entschieden, Matcha von Imokti zu kaufen. Einerseits, weil ich den Elefanten so niedlich fand irgendwie und dachte, hey, das sieht nach einer coolen Marke aus. Und andererseits auch, weil die gerade so für Einsteiger coole Sets anbieten. Also ich zeige euch einfach mal, was dann hier drin ist. Da hat man dann sozusagen nicht nur den Matcha, sondern auch gleich Zubehör dazu. Vorneweg einfach mal kurz noch zu dem Preis ein bisschen was. Das Set hat 20 Euro gekostet und da sind halt 30 Gramm Matcha mit drin. Das ist jetzt nicht mega teuer, aber auch nicht mega günstig. Es gibt zum Beispiel auch schon so für 15 Euro 100 Gramm Matcha oder so. Aber der hat dann nicht so gute Qualität und den kann man vielleicht eher zum Backen oder sowas verwenden. Aber wenn man den wirklich trinken will, ist glaube ich ein bisschen teurer schon besser, weil der einfach nicht ganz so bitter schmeckt wie der günstigere. Und ja, wie gesagt, Imokti, die bieten halt Sets an. Und ich zeige einfach mal, was jetzt da drin ist. Da haben wir hier als erstes sozusagen den Matcha. Ich finde die Verpackung auch sehr süß. Also der pinke ist der günstigste, den man sozusagen bekommen kann. Und ich habe einfach mal bei Imokti mit dem günstigsten angefangen, weil der trotzdem schon eine gute Qualität hat. Und ja, genau, wenn man das dann hier rausholt, dann hat man hier so eine kleine Dose. Ich kann ja mal versuchen zu zeigen. Ups. So sieht das dann ungefähr da drin aus. Also wenn man den bekommt, dann ist das Pulver in so einer kleinen silbernen Tüte. Die kann man dann einfach aufschneiden und hier reinfüllen und die Dose finde ich halt auch echt süß gemacht. Also an sich, ich finde die ganze Verpackung auch echt cool. Dann haben wir als nächstes ist hier ein Matcha-Löffel drin. Also so. Der ist dazu da, um das Matcha-Pulver halt einfach dosieren zu können. Hat eine gute Qualität, ist aus Bambus, also echt cool. Und dann gibt es natürlich noch den Matcha-Besen dazu. Also ich hole den einmal raus. Der sieht so aus.
Den habe ich jetzt schon natürlich benutzt. Bevor man den benutzt, sieht der noch ein bisschen anders aus. Da sind dann diese ganzen Dinger hier so ein bisschen noch eher zusammen. Und ich habe mich erst gewundert, ob das normal ist, dass der dann so ein bisschen aufgeht sozusagen. Aber ich habe halt im Internet ein bisschen recherchiert und halt gesehen, dass das wohl ganz normal ist. Deswegen muss man sich da keine Gedanken machen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist immer diesen Besen abzuspülen und sauber zu machen. Vor allen Dingen, was das Trocknen angeht, weil wenn ich den so hinstelle, habe ich das Gefühl, dass sich halt hier oben drin sozusagen das Wasser sammelt und andersrum sammelt sich seit hier drin das Wasser. Also hier ist so ein Loch und es gibt da so spezielle Gefäße, sag ich mal, da kann man den so draufstülpen. Also vielleicht finde ich da auch ein Bild, das blende ich dann mal ein. Sowas will ich mir auf jeden Fall dann auch noch kaufen, weil bis jetzt ist es halt relativ schwierig, den ohne dieses Ding sauber zu machen, beziehungsweise vor allem zu trocknen. Irgendwie geht das schon immer, aber ich denke mal, damit wird es nochmal ein bisschen einfacher. Einfach weil man den dann sozusagen so draufstülpt und dann kann das in Ruhe alles trocknen. Das war sozusagen alles, was da drin war und ich finde das eigentlich ganz cool, weil man den Matcha damit sehr gut zubereiten kann und man kriegt gleich so ein kleines Feeling dafür. Und wie man das genau macht, dazu mache ich vielleicht nochmal ein extra Video, damit das Video nicht hier wieder zu lang wird. Ansonsten ist hier bei Imokti dann noch ein Rabattgutschein mit drin. Da steht halt, man soll das Produkt auf Amazon bewerten und dann eine E-Mail schreiben und dann kriegt man halt 20% Rabatt. Und ich denke mal, wenn ich meinen Matcha dann irgendwann mal alle gemacht habe, dann werde ich das auch nutzen. Apropos zum Thema alle machen, also ich habe den Matcha jetzt bestimmt schon fast 2 Monate und es sind zwar nur 30 Gramm, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal die Hälfte aufgebraucht oder so. Und ich trinke schon so 3-4 Mal in der Woche eine Tasse, also es ist schon, hält sich schon ziemlich lange. Hinten drauf sind dann noch so 2 kleine Rezepte. Das erste habe ich schon mehr oder weniger ausprobiert, ich wandle das immer ein bisschen ab. Und das zweite habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, das ist eher wie so ein Cocktail und das erste ist eher so ein Matcha Latte. Ja, und dann hat man halt hier noch so einen kleinen Flyer. Irgendwie haben die wohl auch Matcha Bier, also keine Ahnung, das klingt auch sehr interessant, wenn man Bier mag. Und ja, das ist dann wirklich alles, was da drin war. Bei Imokti ist es so, dass die halt, wie ich schon erwähnt habe, verschiedene Sorten haben. Und das ist jetzt sozusagen der günstigste. Und die verschiedenen Sorten haben halt auch eine unterschiedlich gute Qualität. Dazu hat Imokti selber ein gutes Video gedreht, was ich halt einfach mal irgendwo hier verlinken werde oder halt unten. Dann vielleicht noch ein bisschen was zum Geschmack. Ich selber kann es gar nicht so genau beschreiben, aber für mich schmeckt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Als ich die Matcha KitKats probiert habe, fand ich halt auch, dass es sehr gut zu der weißen Schokolade in den KitKats gepasst hat. Es gab auch 1-2 Leute, die KitKats probiert haben und meinten, die haben irgendwie fischig geschmeckt, aber das kann ich selber nicht so nachvollziehen. Also für mich haben die sehr lecker geschmeckt und auch Matcha an sich ist für mich ein sehr leckerer Geschmack. Aber ich denke, das liegt auch daran, weil ich halt grünen Tee sehr gerne mag. Also ich denke, wenn man grünen Tee mag, dann kann man Matcha sehr gerne ausprobieren, weil dann ist das echt nochmal ein bisschen anderes Erlebnis oder so. Aber das ist echt was sehr Leckeres, muss ich sagen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Vielleicht noch ein paar Worte. Wer vielleicht auch schon ein anderes Video von mir gesehen hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich jetzt einen anderen Hintergrund ausgewählt habe. Das liegt daran, dass ich mir ein Stativ ausgeliehen habe. Also vorher hatte ich kein Stativ und habe meine Kamera einfach auf Bücherstapeln platziert. Und jetzt habe ich ein Stativ sozusagen leihweise bekommen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so beibehalten werde, weil das Licht jetzt eher von der Seite kommt und nicht mehr von vorne und ich erstmal sehen muss, wie das so aussieht. Aber ich denke, vom Hintergrund her ist es auf jeden Fall cooler. Wenn euch der Matcha interessiert hat und euch das Video geholfen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und dann freue ich mich, vielleicht euch beim nächsten Video wiederzusehen. Tschüss!